Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Nachholspiel des 25. Spieltags zwischen Hannover 96 und dem FC Würzburger Kickers. Endstand 1:2 für die Gäste. Ich darf recht herzlich begrüßen unseren Cheftrainer Ralf Santelli auf dem Podium. Und Ralf, ich darf dich um dein Statement zum Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Zunächst mal möchte ich mich bei meinem Team bedanken. Ich denke, die Mannschaft hat heute wirklich von dem Einsatz her, vom Engagement, von allem, was so ein Fußballspiel in unserer Situation bedingt, alles abgerufen. Wir haben ein fantastisches Trainerteam. Auch da nochmal vielen Dank an die Jungs. Wir waren gut vorbereitet. Ja, letztendlich, was haben wir gemacht? Wir haben versucht, eine weitere Chance, die wir haben, zu nutzen. Wir haben natürlich schon auch gemerkt in den ersten 10 Minuten mit der Qualität von Hannover, dass wir in unserem System ein bisschen Probleme bekommen. Ich glaube auch so ein bisschen, das war der Schlüssel, der uns ganz gut getan hat. Wir haben das System daraufhin umstellen müssen, haben nochmal mit 2, 3 Personen auf den Positionen nachjustiert. Und dann muss ich sagen, haben wir schon auch sehr, sehr engagiert und sehr laufstark und zweikampfstark dagegen gehalten. Hatten in den ersten Minuten auch die eine oder andere Chance. Natürlich, so wie es auch so ist, die Qualität hat Hannover einfach und hat sicherlich auch in der Phase, wo wir zweimal Pfosten, einmal Latte oder zweimal Pfosten bekommen, dann sicherlich auch ein bisschen Glück des Tüchtigens. Aber insgesamt muss man sagen, haben wir dann natürlich niemals aufgesteckt. Ich hatte das Gefühl, dass die Jungs einfach mehr wollten, dass sie gierig waren und letztendlich sich mit diesem Sieg absolut eine wunderschöne Heimfahrt jetzt ermöglichen. Danke dir, Ralf, für dein Statement zum Spiel. Dann haben uns die Kollegen von der Mainpost ihre Fragen wieder zugesandt. Frank Kranewitter möchte wissen, war es schwer, die Mannschaft nach dem Spiel in Sandhausen wieder zu beleben? Na, wiederzubeleben klingt ja so, als ob sie schon klinisch tot war. Nee, die war nicht wiederzubeleben. Die hat das ganz normal in der Analyse von mir gesagt bekommen, wo wir einfach nicht gut waren in der ersten Halbzeit. Das hatte ich ja auch gesagt, wo ich nicht zufrieden war. Das haben wir korrigiert in Sandhausen in der zweiten Halbzeit, auch mit den Einwechslungen. Da haben wir angesetzt, da haben wir jetzt diese Tage auch die eine oder andere Trainingseinheit inhaltlich gemacht. Wir hatten ein bisschen mehr an Vorbereitungszeit. Von dem her hat es gepasst. Die Jungs marschieren alle gemeinsam in die gleiche Richtung. Ich unterstütze, wo ich kann, stehe für Ideen und Fragen zur Verfügung. Und ja, die Summe hat halt heute einfach gepasst und dadurch sind wir belohnt worden. Mit Tobias Graulich und Lars Dietz stand ein komplett neues Innenverteidiger-Duo auf dem Feld. Was sprach für die beiden? Naja, einfach die englische Woche. Wir haben, das ist auch die Art und Weise, wo wir uns sehr schnell gefunden haben im Team. Wir haben einfach mit allen Innenverteidigern zusammen überlegt, wie können wir die 3 Spieltage aufteilen, wie können wir auch Kräfte sparen. Von dem her hat sich das letztendlich so ergeben. Es sind alles gute Innenverteidiger, es sind alles gute Jungs, die dann schon auch mit ein paar Informationen, mit ein paar Bildern auch gesagt bekommen, wie sie sich zu verhalten haben. Und ich denke, da muss man die Jungs auch gar nicht motivieren. Die haben einfach einen Riesenspaß, sich zu präsentieren. Und wer hier spielen darf in dieser tollen Arena, der gibt einfach auch Leistung und der gibt Gas. Und das ist uns gelungen. Frank Ronstadt hat nicht nur wegen des Tores eine auffallende Leistung gezeigt. Ein Wort zu seiner Leistung. Ja, Frankie ist immer sehr aufmerksam und sehr engagiert. Ich denke, solange Frankie hier auch in Würzburg ist, hat er immer wieder seine Phasen gehabt, wo er sich entwickelt hat. Seine Entwicklungsschritte gehen insgesamt nach oben. Und er hat im Moment, denke ich, einfach auch ein gutes Gefühl. Er fühlt sich auf der rechten Seite integraler als links. Rolf kann das links ganz gut spielen. Von dem her, glaube ich, haben wir Frankie da eher in eine Position gebracht, mit seinem rechten Fuß da zu spielen. Er setzt die Dinge sehr, sehr gut um. Wir wollten immer wieder durch Frankie hinter die Kette des Gegners kommen, um uns einfach auch ein bisschen Luft zu verschaffen. Frankie haut sich rein, er hat Speed und ja, hat sogar heute mal richtig gut den Ball getroffen und sich belohnt. Denn es ist einer, der immer wieder mal nach dem Training sich ein paar Bälle hinlegt und auch sowas versucht und probiert. Und umso schöner, dass es heute geklappt hat für den Jungen. Richie van La Parra wirkte bislang so, als ob er noch nicht so richtig angekommen wäre. Könnte ihm dieses Tor jetzt Auftrieb geben? Ja, ich denke, dass jedes Tor einem Stürmer oder einem Spieler Auftrieb gibt. Ich denke,
Bei Rashif ist es insgesamt einfach wie bei dem einen oder anderen Spieler eine schwierige Situation. Es sind Menschen, die kommen in ein fremdes Land, sind dabei, die Sprache zu sprechen. Man unterhält sich auf einer anderen Sprache miteinander. Dann fehlt natürlich schon auch ein bisschen so, die Stadt kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, bedingt durch die Pandemie jetzt einfach auch sehr eingeengt in die neue Kultur. Was haben die Jungs? Die haben den Sportplatz, die haben den Fußballplatz, die haben Fußball. Aber ich denke, es gehört, um sich wohlzufühlen in einem neuen Land, auch etwas mehr dazu. Und aus dieser Sicht finde ich es einfach toll. Ja, er hört zu, er engagiert sich, er lässt sich da überhaupt nicht hängen im Training. Und die Qualität, wie schnell er die Situation heute erkannt hat, ja, den Nachschuss da reinzumachen und auch wie er das gemacht hat, das zeigt schon seine Klasse. Und Felix Mock möchte abschließend wissen, vor dem Anpfiff ging es um Rotation. Hat sich diese Elf mit der Leistung von heute nun einen erneuten Einsatz gegen Nürnberg verdient? Das weiß ich jetzt wirklich noch nicht. Rotation insgesamt, das habe ich auch die Tage schon mal gesagt, da geht es darum zu sagen, wir haben 20 Spieler immer dabei pro Spiel. Wir haben natürlich noch ein paar Spieler mehr. Da ist es die Schwierigkeit eines Trainers, dann zu sagen, okay, die 20 nehme ich mit und dann gibt es wieder den nächsten Step, musste ich für die ersten 11 entscheiden. Und da haben wir einfach gesagt, wir haben mit Sandhausen jetzt heute hier in Hannover und am Sonntag mit Nürnberg 3 Spiele und Rotation bedeutet ja auch ein Stück weit zu schauen, wer hat gerade die nötige Frische, ja, wer ist einfach auch körperlich und mental gerade gut drauf. Und das werden wir heute sicherlich nicht mehr, wir werden das morgen und übermorgen beobachten und schauen. Und dann werden neue 11 Spieler am Sonntag dann das Vertrauen bekommen und es sicherlich rechtfertigen. Danke dir, Ralf, für deine Antworten. Dann verabschieden wir uns vom ersten Teil der Pressekonferenz und übergeben an die Kollegen aus Hannover. Dankeschön. Vielen Dank. So, legen wir los mit Teil 2 der Pressekonferenzen nach dem Spiel zwischen Hannover 96 und den Würzburger Kickers mit unserem Cheftrainer Kenan Kocak und mit seiner ersten Analyse. Ja, erstmal Glückwunsch an Kickers Würzburg zu den 3 Punkten und dem Kollegen. Ja, war ein gebrauchter Abend für uns. Eine verdiente Niederlage aus meiner Sicht. Wir haben heute einen rabenschwarzen Tag erwischt, wo nahezu nichts funktioniert hat. Und dann haben wir einfach auch so ein Spiel verloren. Ich nehme die Verantwortung. Und deswegen gibt es da auch nicht viel zu sagen. Ich bin dafür verantwortlich, was auf dem Platz abläuft. Und deswegen stelle ich mich vor die Mannschaft und nehme die Niederlage auf meine Kappe. Danke. Ja, wie besprochen gestern, nur wenige Fragen, damit wir morgen dann noch die nächste Pressekonferenz haben um 11 Uhr hier. Andreas Willicke, ganz einfach, Kenan, was stimmt nicht mehr mit der Mannschaft? Ja, nicht mehr ist, wie gesagt, es war heute, wenn wir noch vergleichen, wie es vor ein paar Tagen war, was alles super war. Und wir haben heute einfach einen sehr, sehr rahmschwarzen Tag erwischt. Gingen sogar noch in 1-0 in Führung, haben dann auch sofort eine Chance zum 2-0, machen nicht. Und dann haben wir einfach versäumt, heute eine Ruhe in die Partie reinzubekommen, unser Pass- und Positionsspiel richtig durchzuziehen, die Positionen gut zu besetzen und dann auch zielstrebig auf die letzte Kette draufzugehen. Und in der Summe war es heute nicht unser Tag und sowas passiert im Fußball. Und leider haben wir heute wiederholt mal die Erfahrung machen müssen, gegen den Tabellenletzten verloren zu haben und somit auch 6 Punkte liegen gelassen zu haben in der kompletten Runde. Das ist natürlich nicht unser Anspruch und auch nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und sind natürlich sehr, sehr enttäuscht über das Ergebnis, aber auch über die Art und Weise. Ja, du hast es eben im Grunde schon ein bisschen beantwortet. Ich stelle die Frage von Florian Krebs trotzdem nochmal von der Bild-Zeitung. Warum hat ausgerechnet das abgeschlagene Schlusslicht Würzburg 6 Punkte gegen 96 geholt? Er spricht von der Doppelblamage. Eine Erklärung oder eine Entschuldigung dafür? Wie gesagt, ich habe vorher schon gesagt, nehme die Verantwortung auf mich. Und es gibt auch nichts zu entschuldigen. Das war heute eine schlechte Leistung von uns, die wir nicht schönreden können. Das war heute nicht 96 würdig. Und deswegen kann man das auch sehr schnell kurz abhaken. Es war natürlich kein guter Auftritt und so dürfen wir uns natürlich auch nicht präsentieren.
Fabian Wittke vom NDR möchte wissen, was sagt diese Niederlage über die Moral der Mannschaft aus? Ja, die Mannschaft hat ja vor ein paar Tagen eine tolle Moral bewiesen. Jetzt haben sie mal, wie es halt im Fußball ab und zu mal der Fall ist, heute richtig eins auf die Fresse bekommen. Aber ich bin mir sicher, dass wir wieder aufstehen werden gemeinsam und daraus auch unsere Lehren ziehen werden. Letzte Frage kommt von Stefan Hox von Radio 21. Kenan, warum ist quasi keine Kreativität mehr da, wenn die Jungs in der Offensive unterwegs sind? Ja, weil wir, wie gesagt, immer wieder mal da die falschen Entscheidungen treffen oder da haben wir auch manchmal technische Fehler. Dann stimmen auch die Laufwege nicht. Aber heute hatten wir wirklich einen sehr, sehr schlechten Tag und somit verlieren wir auch so ein unnötiges Spiel. Und die Art und Weise, wie gesagt, war auch nicht gut. Da braucht man drüber schön reden, sondern einfach auch klar und deutlich sagen, dass es nicht der Maßstab ist, an dem wir uns messen lassen wollen. Und da gibt es auch keine Entschuldigung dafür. Es tut mir wahnsinnig leid, auch für die Fans, die auch am Bildschirm dieses Spiel da gesehen haben. Wie gesagt, da gibt es nichts schön zu reden. Ja, Kenan, vielen Dank für die Worte, für die klaren Worte. Wir sehen uns morgen hier um 11 wieder und am Sonntag gegen Heidenheim um 13:30 Uhr. Vielen Dank.